Bequemer, wenn am Freitag ein Heimspiel ansteht, trainierten die Adler einen Tag vorher nicht in der Nebenhalle, sondern in der SAP-Arena. Das Abschlusstraining am Donnerstag ist meistens eine recht kurze Einheit. Und es ist der Tag, an dem die Journalistenkollegen zuschauen. Christian Rotter von Mannheimer Morgen und Oliver Wehner von der Rheinpfalz. Beide berichten seit vielen Jahren über die Adler, genauso wie Radio Regenbogenmann Antti Soramies. Alle drei sind zumindest ein wenig überrascht von den bisher gezeigten Leistungen. Für mich kommt es schon auch auf jeden Fall überraschend, zumal wir ein neues Trainerteam haben, das von Anfang an alle Rädchen ineinander greifen, so wie sie es momentan tun. Konnte, glaube ich, niemand erwarten. Man hätte vielleicht eher gedacht, sie kommen schwach in die Saison rein. Und dann lässt sich die Handschrift von Jeff Ward irgendwann mal erkennen. Aber dass es natürlich von Anfang an so rund läuft, ist für alle wahrscheinlich überraschend. Das hat man nach wenigen Spielen gesehen. Die Grundqualität dieses Kaders ist sehr, sehr hoch. Die Einkäufe, in Anführungszeichen, die vor allem die Importspieler, sind durch die Bank eigentlich besser als die, die bis im letzten Jahr dort waren. Wo du jetzt gerade überraschend sagst, überraschend ist vielleicht ein bisschen, dass es jetzt Ende November, ich will nicht sagen, einen Einbruch noch nicht gegeben hat, aber mal so eine Phase, wo man mal 2, 3 Spiele am Stück verliert. Das mag mit der hohen Grundqualität zu tun haben. Es gibt mal eine Niederlage. Es gibt ja wahrscheinlich im deutschen Sport nur eine Mannschaft, die in der Bundesliga Bayern München jedes Spiel gewinnt oder zumindest nicht verliert. Im Eishockey kann es das nicht geben. Man verliert also auch mal ein Spiel gegen Ingolstadt zu Hause, aber man berappelt sich danach wieder. Und auch am letzten Wochenende ist es so, es hat vielleicht nicht der große Glanz, es war nicht der große Glanz da, aber die Mannschaft hat Wege gefunden zu gewinnen. Die Mannschaft gibt auch nicht auf nach Rückständen. Und das mag auch dieser Grundqualität und auch diesem Charakter dieser Mannschaft geschuldet sein. Der zeigte sich zuletzt in Iserlohn, wo sie aus einem 1:3 ein 4:3 machten. Zwei Drittel lief es alles andere als gut. Dann erhöhte Mannheim das Tempo und drehte ein fast schon verlorenes Spiel, dank der 2 Tore von John Rowe. Den Extrapunkt machte Sinan Akdar klar mit seinem Treffer in der Verlängerung. Ausgerechnet in Iserlohn, wo die Adler in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit baden gingen. Der Seilersee war selten eine Reise wert. In dieser Saison aber gelten die alten Gesetze nicht mehr. Was besonders Antti Soramies freut, der bei jedem Spiel dabei ist, ob daheim oder auswärts. Ja, es macht richtig Spaß wieder, das ist keine Frage, dabei zu sein und sich das Ganze anzuschauen. Auch mal in einem kalten Stadion wie Straubing oder so zu sitzen, ist dann natürlich was ganz anderes, als wenn du da dann halt sitzt und nichts passiert auf dem Eis. Und jetzt wirklich ja, tolles Eishockey, muss man echt sagen. Wenn man nach den Gründen fragt, warum die Adler bisher so stark aufspielen, dann bekommt man bei den Kollegen immer als erste Antwort, wegen der Trainer. Offenbar genießen Chefcoach Jeff Ward und seine Assistenten Jay Leach und Craig Woodgoff einen hohen Stellenwert. Wenn man sich mit den Spielern unterhält, kommt es ja immer auch wieder deutlich so heraus. Ronny Ahrens hat mal gesagt, es ist ein ganz anderer Background. Man merkt eben, dass die Leute aus der NHL kommen. Es sind eben auch ehemalige NHL-Trainer. Ward hat in Boston die Special Teams geformt. Unterzahl merkt man es natürlich schon. Überzahl könnte noch ein bisschen mehr kommen. Aber ich denke schon, dass es ein Baustein ist von doch einigen aber auch. Was natürlich klar ist, ich könnte dir jetzt keinen Spieler nennen, der sich im Vergleich zur Vorsaison verschlechtert hat. Sondern es ist eben dem Trainerteam auch gelungen, wirklich diese Maßgabe, jeden Spieler besser zu machen, auch umzusetzen. Jeff Ward, das hat man gemerkt, hat innerhalb dieser Mannschaft, also genießt sehr großen Respekt. Das ist seine Vergangenheit in Boston, in der Organisation dort, der Stanley Cup-Sieg. Und ich glaube auch die beiden Assistenztrainer mit dem jungen Jay Leach, das ist was, man hat da sehr gut zusammengepuzzelt, hat da auch Wege gefunden, ein Trainerteam zusammenzubauen, das auch verschiedene Zugänge zu den Spielern findet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die kriegen so eine Mischung zwischen Respekt von den Spielern und so ein Kumpeltyp. Also so diesen Spagat schafft Jeff Ward eben und ich glaube, dass da der große, das ist Geheimnis. Also nur Schleifer oder nur Kumpel funktioniert nicht. Er kriegt den Spagat hin, ist vom Typ her absolute Respektsperson, hat einen Stanley Cup gewonnen, also dem kann keiner was vormachen und ich glaube, dass natürlich auch ist es ein Arbeiter, ist ein harter Arbeiter, der wirklich analysieren kann, der sein Spiel entsprechend aufbauen kann. Also von daher glaube ich, dass einfach alle kleinen Mosaiksteine dieses Jahr passen. Das alles führt dazu, dass nach 20 Spielen in der SAP-Arena nach Spielschluss schon einige Tänzchen stattgefunden haben. Das Team tritt als solches auf. Die Begeisterung, die auf dem Eis zu sehen ist, schwappt auf die Ränge über. Jedes Heimspiel, selbst die Niederlage gegen Ingolstadt, war beste Unterhaltung. Aber man muss es immer wieder betonen, es sind erst 20 Spiele absolviert. Lass uns mal die nächsten 1-2 Wochen abwarten. Jetzt sind ja 2 Big Guys, die ausfallen mit Jochen Hecht und mit Jamie Tardif, zumindest für das kommende Wochenende.
Niki Gotsch ist angeschlagen. Also diese großen Verletzungen hatten die Adler in der Saison noch nicht. Also ist die Frage, kann man auch wirklich mal ein paar Spiele das ersetzen? Und dann, klar, die richtigen Belastungstests kommen noch. Ich glaube, dass Schlüsselspieler zu kompensieren sind, zumindest für ein paar Spiele. Das hat die Mannschaft gezeigt. Natürlich, wenn du längere Verletzungen hast von Schlüsselspielern, dann wird es natürlich die Möglichkeit geben, dass es da eine Phase gibt, wo es vielleicht nicht so läuft. Aber ich glaube, dass auch da das Trainerteam richtig reagieren kann und die Mannschaft näher aneinander bringen kann und dass da auch dann in solchen Phasen dann irgendwann wieder der Weg aus dieser schlechten Phase rausgefunden wird. Wenn ich an die Playoffs der letzten Jahre mich erinnere, da gebe ich keine Prognose mehr ab, was Mannheim betrifft. Jeff Ward sagt es richtig, er sagt, im Grunde ist diese Saison eine große Vorbereitung auf das, was dann passiert im Frühjahr, auf die Playoffs. Da sind sie sicherlich auf dem allerbesten Weg. München, das hat man sich denken können, dürfte ein Konkurrent sein, wird auf jeden Fall bis zum Ende der Vorrunde ein Konkurrent um Platz 1, 2, 3, je nachdem sein. Mein großer Tipp vor der Saison, ich gestehe das hier offen, waren die Kölner Haie aufgrund der Eingespieltheit. Ich würde es noch nicht ganz abschreiben. Ich würde mich prinzipiell auch immer freuen, wenn Köln eine gute Rolle in der Liga spielt, weil ich denke, dass man so einen Verein und so einen Standort in dieser deutschen Eishockey-Liga auch braucht. Köln hängt ganz hinten in der Tabelle, Mannheim ganz vorne. Geht es nach den Fans, kann das auch gerne noch eine ganze Weile so bleiben.